Karneval, Karneval, Neujahr, Karneval in Schmidthorst. So, erstmal wieder zurück ins Theater. Nu, was ist das denn? Was soll das denn bedeuten? Geschlossene Gesellschaft? Meeting? Ich verstehe nur Bahnhof. Es ist doch jetzt bald Karnevalszeit, da können die doch hier kein Meeting halten. Moment, da muss ich mal rein. Alle, ups. So, liebe Freunde, erstmal danke, dass ihr alle gekommen seid. Gack, Esmeralda, Robertus, Nono und natürlich auch die anderen. Ja, wie soll ich sagen? Wir haben da so ein kleines Problemchen. Also sprich, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute ist, ich habe es geschafft, dass wir in einer Woche, genau in einer Woche, im KDM-Sender einen Auftritt haben. Oder vielmehr besser gesagt, für den KDM-Sender einen Fernsehauftritt. Und ja, es geht um Karneval und wir sind mit unserem Karnevalsverein dabei. Ist das nicht toll? Ja, aber wir haben doch keinen Karnevalsverein. Sehr gut erkannt, Gack. Ganz genau. Ja, und das ist unser Problem. Und ich habe schon zugesagt, wir müssen also innerhalb von einer Woche nicht nur einen Karnevalsverein gründen, sondern eine ganze Show auf die Beine bringen. Und deshalb habe ich dieses heutige Meeting einberufen. Nanu? Wer hat denn da geklopft? Herein. Hallihallo, ich bin's, der Gottfried. Mensch, Gottfried, sei bitte leise, setz dich hin und helf uns vielleicht mit. Wir brauchen jede Unterstützung. Es ist nämlich sehr wichtig. Aha, na dann lasst mal hören. Guten Abend, meine Damen und Herren, die Nachrichten. Rübenhausen. Der Vorsitzende der KDM-Partei, Erich Honecker, hat bekannt gegeben, dass die kleine Ortschaft Rübenhausen, welche zwischen Freitag und dem Nordpol liegt, eigenständig werden möchte. Wie weit das zu bewerkstelligen ist, wird die nächste Wahl zeigen. Denn theoretisch wäre das kein Problem. Praktisch würde die neue Nation, die sich Erich Honecker überlegt hat, nur aus drei Häusern bestehen. Wie weit das jetzt genau noch ablaufen wird, ist unbekannt, aber die Erich Honecker auch als Politiker kennen, die wissen sofort, der Mann macht keine halben Sachen. Dementsprechend dürfen wir gespannt sein. Und nun zum wichtigen Teil der Nachrichten, das Wetter. Ja, und einen wunderschönen guten Abend hier im Wetterstudio. Nun, ja, wie wird das Wetter? Das ist eine sehr gute Frage. Nun, ich sage mal, ich möchte niemanden
kränken oder beleidigen. Nein, das möchte ich nicht. Aber das Wetter, ja, das wird sehr wetterfühlig. Damit müssen Sie einfach leben. Nun, das Wochenende, ja, da konnten wir nicht ganz erkennen auf die Thermometer, ob sich wird plus 16 Grad oder minus 16 Grad, denn das Thermometer ist kaputt. Ja, heute Nacht ist es ein ähnlicher Fall, da können es plus oder minus 5 Grad werden. Auf jeden Fall wird es heute Nacht dunkel. Das nehmen wir zumindest an, weil es gestern und vorgestern genauso war. Außerdem fliegen die Fliegen tief. Und das bedeutet, ohne jetzt jemanden zu kränken, dass ich einen vollen Magen bekomme. Und zweitens, dass es regnen wird. Aber nicht nur ein bisschen, nein, sondern eine richtige Suppe wird herunterkommen. Also, ne? Das meinerseits, bleiben Sie geschützt und sicher. Am besten mit Taschenlampe oder Regenschirm oder beides. Ich gebe jetzt wieder zurück ins Studio. So, Leute, ist die Kamera aus? Ja? Ey, verarscht mich nicht. Ich sehe doch da, dass da noch eine rote Lampe blinkt. Oder muss das so sein? Naja gut, dann gehe ich jetzt erstmal einen kurzen trinken, denn ich habe eh schon 2 Überstunden gemacht. Oh, das muss wohl eine technische Störung gewesen sein. Wir bitten dies zu entschuldigen. Aber jetzt kommt noch eine heitere Sache. Keduma Alaf. Präsentiert von Luzi aus dem Keduma Marionettentheater. Dabei wünschen wir vom KDM1-Kanal Ihnen gute Unterhaltung. Die Nachrichten melden sich in 2 Stunden zurück, darin in einer Sondersendung. Und zwar Rübenhausen. Eine neue Nation, Fiktion oder möglicher Fakt. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und nun viel Spaß mit unserem Abendprogramm. Danke und tschüss. Na, wo geht denn der Vorhang hier auf? Ah, da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles muss man hier selber machen. Sind wir schon auf Sendung? Oh, der Zuschauerraum ist ja auch voll. Na dann, kann's losgehen. Hallihallo, herzlich willkommen beim Aua! Oh, verdammtes Namensschild. Beim Keduma Alaf. Ja, schön, dass Sie alle da sind. Wir haben heute ein bunt gemischtes Programm und wir hoffen, dass es Ihnen hier in der Erich-Hollecker-Gedächtnishalle und zu Hause an den Bildschirmen gefallen wird. So, dann schauen wir mal, wer im Publikum heute ist. Ah, ein Überraschungsgast, Nepti aus der Bentosuits Tribe. Hallo, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Ja, aber wer ist denn sonst noch im Publikum? Robertus, ja, Nepti, ganz klar. Wen
den sehe ich da. Ach, den Herrn König. Ja, habe die Ehre, Majestät. Und hey, ja, lüge ich denn? Der Gepardenbär mit einer roten Klauennase, passend zu Alaf. Wunderbar, schön, dass du da bist. Der Weihnachtsmann und, natürlich, wie sollte es anders sein, unser Draco. Ja, dann haben wir ja ein wunderbares Publikum. Zusammen mit Ihnen am Bildschirm natürlich. Und Sie kennen ja das Sprichwort, der Teufel steckt im Detail. Heute trifft das sogar zu, denn unser Teufel Pluto ist an Kamera 1 heute unser Kameramann. Und wir haben auch eine zweite Kamera. Da haben wir sie mit Angelina, unserem Engel. Ja, hallo. Danke, dass ihr heute den Kameradienst übernehmt. Wunderbar. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Ja, sonst könnten wir das ja alles gar nicht drehen. Und hinter mir wird sich gleich der Hintergrund etwas verändern. Und zwar mit der Flagge von Schmidthorst. Aber Sie schauen sich jetzt erstmal ein Märchen an. La 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 la. Oh, Wolf, warum hast du denn so große Augen? Ah, noch nicht mal in Ruhe kacken kann man. Oh. Aber bitte, bitte friss mich nicht. Was? Aber ich will doch. Ja, 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 das war mir klar. Du willst, du willst, du willst. Ja, ja, das ist ja ekelhaft. Ich bin ja noch nicht mal volljährig. Das ist ja pervers, ist das, was du willst. Ja, schämst du dich gar nicht? Nein, also ich meine... Ja, ja, das war mir klar, dass so einer wie du sich nicht schämt. Also, das ist ja eine Unverschämtheit. Pfui, das ist ja widerlich. Alles eklig. Ich zeig dich an, du Streuner, du. Das ist ja... Nee, ich gehe wieder zurück zu meiner Großmutter. Die hat noch Kuchen und Wein. Ja, und hauptsächlich Wein. Nein, das meine ich doch nicht. Ich wollte doch nur fragen. Ja, 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 ja. Ihr Männer, ihr wollt immer, ihr, nur wollen. Ja, ja. Und besonders so Wölfe wie du. Ihr seid doch alle pervers, seid ihr doch. Ja, ja, alle. Schäm dich. Aber, komisch, was seid ihr denn? Dabei wollte ich die doch eigentlich nur nach der Uhrzeit fragen. Merkwürdig. Ach, was soll's. Geh ich in Rapunzel fragen. Nun ist es endlich soweit. Es beginnt die lustigste Jahreszeit. Von Kedoma sind wir gekommen und haben uns heut vorgenommen, euch fidel zu unterhalten und eure Fantasie neu zu entfalten. Nun gibt's uns 10 Jahre schon und Freude machen ist unser Lohn. Heute sind wir wieder für euch da, die Marionetten von Kedoma. Heute wollen wir singen, tanzen und lachen und natürlich auch viele Jungfrauen glücklich machen. Doch nicht nur dafür sind wir gut, darauf verwette ich hier meinen Hut. Seit 10 Jahren leben wir schon hier und ihr seht, wie sehr ich mich freu. Seit 10 Jahren sind wir schon hier und bleiben unserem Schmidthorst treu. Bis in die frühen Morgenstunden werden wir finden keinen Schlaf. Drum bleibt mir wohl nur noch zu sagen, Kedoma Alaf. Ja, danke schön. Ja, sagen Sie mal, haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, was wir Marionetten abends, wenn es dunkel ist, machen? Was wir Marionetten machen, wenn alle schlafen? Nun, wir haben natürlich eine Antwort parat. Und diese zeigen wir mit dem nächsten Filmchen. Also viel Spaß dabei. So, Luzi, sag mal, für wie blöd, ja, muss uns unser Bruder Hans überhaupt halten, dass wir nachts um 2:30 in das
unsere Theater kommen. Warum müssen wir das überhaupt machen? Hm? Kannst du mir das mal erklären? Erklär mir das doch mal. Nun, ganz einfach. Der will bestimmt wieder ein Spiel mit uns spielen. Ein Spiel? Ja, ich werde ihm gleich mal zeigen, was ein Spiel ist, nachts um 2:30. Das musst du dir mal in den Kopf hämmern, musst du dir mal, ja? Der hat mich aus dem Bett geklingelt. Ja, aber das machen wir auch nur, damit wir uns morgen früh um 5:30 das lustige Es kräht ein Hahn auf Mistspiel ersparen. Ja, gut, da hast du auch wieder recht. Oh, ruhig jetzt, er kommt. Ja, hallo, meine Geschwister sind da, wunderbar. Nabend Esmeralda, Nabend Luzi. So, wir spielen heute das lustige Sardinenspiel. Das geht ganz einfach. Ich bin die Obersardine und leg mich hier irgendwo ins dunkle Marionettentheater. Ihr müsst mich dann suchen und euch daneben legen. Ja, wenn alle da sind, ist die Sardinendose voll. Lustig und einfach, nicht wahr? Also dann, bis gleich. Hallo, ich bin Hein. Hein von der Werft. Und ich kann nun mal nicht ab, wenn man mich nervt. Und wenn man mich nervt, dann zähle ich bis 8. Und dann gewett auf die Schnauze, bis er lacht. Ein feiner Freund ist mir der Schnitter. Wenn er mein Weib packt, bin ich Witwer. Nimmt er meine Mutti, bin ich Waise. Holt er mich selber, schrei ich Scheiße. Ja, wissen Sie, das Leben als Tod, das ist gar nicht so einfach. Ich will ja keinem was Böses, aber ich will ja schließlich auch überleben, nicht wahr? Letztens war ich bei einem Doktor, und also noch vor der Haustür, und da hat mir seine Putzfrau aufgemacht und hat mir gesagt, Dr. Hanstedt kann leider nicht. Er liegt nämlich im Bett und ist krank. Ich guckte so an und mein, ja, was glauben Sie, warum ich hier bin, ne? Aber als Tod kümmere ich mich ja nicht nur um die Menschen, sondern auch um die Tiere. Und ja, da kann ich dann nicht so einfach mit einer Sense vorbeikommen. Nee. Da gibt es Regeln, richtige Regeln. Bei einem Igel zum Beispiel, wenn ich einen Igel abholen will, dann kann ich nicht mit einer Sense vorbeikommen, sondern muss einen Autoreifen mitbringen. Ja. Kennen Sie ja nicht, wa? Ja, aber manchmal haben die Leute einfach Angst, wenn ich vor der Tür stehe und schell. Und sie machen die Tür auf. Gut, im ersten Moment, ne, wenn ein Mann mir die Tür aufmacht, denkt er gleich, ne, ich bin seine Schwiegermutter. Ne, so gruselig, wie ich aussehe. Nun, aber letztens, ne, bin ich zum Beispiel mit dem Flugzeug geflogen. Und ja, da gab es ein paar Probleme wegen meiner Sense. Aber sie haben mich dann doch ins Flugzeug gelassen, weil sie sich einig waren, ne, die Herren von der Fluggesellschaft, dass meine Sense wohl doch kein Teppichmesser ist. Ja, und dann musste ich in die Arktis fliegen, ne, wo es richtig kalt ist. Da habe ich mir auch gesagt, Island, Finnland, Lappland. Während sich die sauberen Kollegen an der Südsee rumtreiben. Ich bin der Arsch der Firma. Mir langt's bald. Ja, ist ja klar, ist ja. Aber, ja. Manchmal denke ich, ich habe eine Mid-Death-Crisis. Und bevor sie sich jetzt noch zu Tode langweilen, mache ich dann mal Platz für den nächsten. Bis dann mal. Tschüss. Ja, Keguma Karnevalsverein, die fidelen Eulender, das sind wir, jawohl. Und natürlich bekommen alle Kollegen, die hier heute auftreten, natürlich auch unseren Hausorden. Aber erst in ein paar Wochen, die müssen noch fertiggestellt werden. Da nochmal erstmal Entschuldigung. Ja, und
Jetzt schauen wir doch mal, wie so ein Tag am Strand bei mir und meinen Geschwistern aussieht. Ah, dieses wunderbare Klima hier. Einfach atemberaubend. Und diese Natur einfach göttlich. Ja, ja, besonders die Stille, was? Moment, das stimmt nicht ganz, aber das lässt sich ändern. Moment. So, jetzt geben die Vögel Ruhe. Ah, diese Stille. Ja, und immer eine Blase, die drückt. Entschuldigt mich, meine lieben Brüder. Ich muss mal eben aufs Klo. Bis gleich. Hoffentlich schaffe ich es noch rechtzeitig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sein Plumpsklo. Gott sei Dank. Oh, ich glaube, es läuft schon. Oh, schnell den Rock hoch. Oh. Oh, zu Hilfe! Zu Hilfe! Zu Hilfe! 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 Oh mein Gott, Esmeralda, hast du das gehört? Los, komm, schnell! Esmeralda, was ist los? Ach, Luzi, gut, dass du da bist. Ein Monster mit gefressigen Zähnen will mich fressen. Okay, Moment, rühr dich nicht von der Stelle, von der Brille, meine ich. Ich zünd gleich meine Rauchbombe. Was ist denn los bei Esmeralda? Da ist Mottenalarm bei der. Ich zünd jetzt meine Rauchbombe und dann ist da Ruhe drin. Ja, meinst du nicht, wir sollten Weihrauch nehmen aus ökologischen Gründen? So spirituell und so? Was? Weihrauch? Nee, du... Du, dann stinkt die nachher wie eine Heilige. Ich zünd jetzt meine Rauchbombe. Also, okay, Esmeralda, halt dich gut fest. Zack. Vorsicht! Juju, wow. Hui, das war aber ein Knaller, was? Ich geh mal zur Esmeralda. Die kann jetzt seelischen Beistand wahrscheinlich gut gebrauchen. Esmeralda? Ich komm jetzt mal rein, ja? Nanu, wo ist denn die? Jetzt ist sie beim Heiligen Geist. Nee, du, für mich ist die ab durch die Mitte gerauscht. Warum hat die sich auch am Toilettenpapier von der Rolle festhalten müssen? Ich ruf jetzt mal im Klärwerk an. Die müsste in gut einer halben Minute angeschwemmt werden. Aber die sollen sie erst abtrocknen, wenn sie sich ausgeheult hat. Mann, ey. Immer Ärger mit der Schwester.